Ich mache das in Anführungsstrichen, weil ich mich eher interessiert und ich beschäftige mich damit gerne, das ist für mich sehr interessant. Und ich bin auch Scrum Master zertifiziert. Zum heutigen Inhalt. Als erstes werde ich das Problem kurz beschreiben, werde ich gerne ein paar Ansätze präsentieren, klassische Lösungen und am Ende das nochmal zusammenfassen, das Ergebnis. Zum Problem. Übrigens, das ist mein Presenter. Ich bin jetzt nicht hier währenddessen am Tweeten oder sowas, einfach so ein Presenter. Nicht, dass er denkt, dass ich anhöre oder so, aber. Jedenfalls, wenn wir Präsenter bei Kunden sind, dann gibt es oft Fragen, die ähnlich so sind wie diese zum Beispiel. Also, warum sollte man Papier oder Software einsetzen? Oder vor allem technische Betriebe fragen dann, warum sollte ich welche Papier einsetzen? Das ist Kinderkram. Ich mache hier Technik, bin super gut dabei. Warum bitte Papier? Ich kann mit Tools alles abbilden, alles super, alles toll. Warum bitte? Deswegen, die Frage, die halt auch gestellt wird, was bieten diese verschiedenen Medien an Vorteilen? Und logischerweise auch, was bieten diese beiden Medien an Nachteilen? Weil es hat beides seine Vor- und Nachteile, was ich dann in diesem Talk beschreiben werde. Der Ansatz, das Problem Papier gegen Software wird in diesem Talk exemplarisch am Scrum Taskboard demonstriert. Also das bedeutet, dass nicht alle Sachen auch zum Beispiel für das Backlog gelten, da sind Tools und Papier wieder eine ganz andere Kiste, aber es geht ja wirklich jetzt exemplarisch um das Scrum Taskboard an sich. Ich werde mich dann also auf das Papier Taskboard konzentrieren und das Software Taskboard. Die Analyse hinter diesem Talk ist auf Basis meiner Masterarbeit, die ich in den letzten 6 Monaten geschrieben habe. Ich habe mich da beschäftigt mit dem Thema. Und da hat man geguckt, was können wir da machen, weil wenn wir als Consultants da was zu sagen müssen, das ist meistens auch persönliche Erfahrung, dass man diese Tipps gibt. Und es gibt halt keinen wirklichen wissenschaftlichen, analysierten Background dahinter, wie man diese Wahl treffen sollte. Und daher dachte ich, ja komm, das ist immer eine gute Idee, muss man jetzt ein bisschen wissenschaftlich aufzubereiten. Und darauf basiert dieses Slide. Es gibt 2 Ansätze, Vergleichskriterien und noch Szenarios. Erste Kriterien. Ich habe insgesamt 11 Kriterien identifiziert. Transparenz, Flexibilität, Motivation, Haptik, Integration, Kosten, Verfügbarkeit, Archivierung, Overhead, Distanz und Kommunikation. So. Ich würde liebend gerne all diese Sachen heute hier präsentieren, aber aufgrund von Time Constraints werde ich mich nur auf 4 Beispiele konzentrieren, nämlich Transparenz, Haptik, Kosten und Distanz. Fangen wir an mit Transparenz. Transparenz bei Taskboard ist wirklich wichtig. Also es ist wichtig, dass jeder, wirklich jeder, so ein Taskboard lesen können sollte. Und damit meine ich nicht nur die Scrum Master, die Product Owner und das Team. Nein, das geht noch viel weiter. Also es muss auch das Management das lesen können, irgendwelche Besucher, der Kunde. Also schlussendlich muss jeder, der Interesse hat an dem Scrum Taskboard, oder generell agilen, wie kann man dort, egal was, der muss das lesen können, weil das ist Transparenz, die wir erzeugen innerhalb des Teams, das ist wirklich wichtig. Wie machen wir Papier? Also Papier haben wir jetzt verliert, also ich habe hier so ein Wort und dann gehe ich halt hin und nehme mir so eine Story. Das ist ein bisschen wackelig, ich gehe das mal ganz vorsichtig an. So, also man kann sich super gut sehen. So, Task, Story zum Beispiel, dann habe ich dann hier einen Task, der To-Do und vielleicht noch einen. So. Das sollte man relativ gut bis hinten lesen können, hoffe ich. So plus minus, ja, also das sollte gehen. Wenn man jetzt Software nimmt, ja, dann haben wir gestern das Beispiel gehört von dem Fernseher. Ich bin der Meinung, dass ein Fernseher eine Verschlimmbesserung ist. Denn ein Fernseher wird deswegen genutzt, weil man sagt, okay, ich habe die Software habe ich hier auf meinem Bildschirm und das kann nur ich sehen. Ich bin ein Teammitglied und arbeite daran, nur ich sehe das. Wenn jemand in den Raum reinkommt, Besucher, der hat keine Chance, das zu sehen. Also, wie machen wir das? Wir klatschen mal zu einem großen Fernseher an. So. Aber ich bin der Meinung, das ist eine Verschlimmbesserung. Das kann man auch eigentlich an diesem Beispiel gut sehen. Wir haben eine Konferenz. Es ist wichtig, dass alle Leute in diesem Raum sehen, was ich sage. Und wir nutzen einen Beamer. Es würde keiner auf die Idee kommen, hier einen 60-Zoll-Fernseher hinzustellen, um für jeden den Vortrag lesbar zu machen. So. Da frage ich mich ab, warum, wenn wir das eigentlich wissen, warum platzieren wir dann einen Fernseher in einem Raum und denken, dass es das gleiche ist in Sachen Lesbarkeit wie so ein Papiertaskboard?
Und das ist für mich echt erstmal gut, dass es sich ein relativ kleines hat, wo die meisten gehen ja wirklich über die ganze Welt entlang und riesig groß und so weiter. Wenn man das im Fernsehen nimmt, ist das meiner Meinung nach eigentlich eher eine Verfilmbesserung. Das macht das natürlich schon transparenter, aber noch lange nicht so transparent, wie bei Peter sein sollte. Und wie gesagt, Tatort spiegelt den aktuellen Status wieder und es ist wirklich wichtig, dass das einfach für jeden, der in den Raum kommt, einfach sichtbar ist. Zweites Kriterium wäre die Haptik. Fühlen wird definitiv unterschätzt. Wir haben halt mehr für einige Sinne. Bei Tatort nutzen wir vor allen Dingen das Visuelle. Das wird auch von Zuherstellern wirklich gut umgesetzt. Also da gibt es richtig gute Initiativen von Target Pro da hinten, die sich da richtig viel Mühe gemacht haben, um das richtig toll visuell aufzubereiten. Dennoch wird meiner Meinung nach das Haptische, der Tastsinn von Tools momentan noch sehr stiefmütterlich bis gar nicht behandelt. Also das möchte ich gerne demonstrieren anhand eines To-Do-Listen Beispiels. Wenn ich eine To-Do-Liste habe, dann kann ich die auf dem iPhone, auf dem Smartphone machen, kann die auch auf dem Post-it machen und dann gehen wir mal einkaufen. Und dann denke ich, dass fast jeder hier im Raum zustimmen wird, dass wenn ich eine To-Do-Liste auf dem Papier habe und ich kann die dann durchstreichen oder abhaken, dann gibt mir das ein viel befreienderes, ergebnisorientierteres Gefühl, als wenn ich das gleiche am Smartphone oder auf einem elektronischen Device mache. Das ist einfach, viele Leute sagen das so und ich denke, ich kann das auch nur nachvollziehen. Und das gleiche ist eigentlich auch bei Tasks, was wir jetzt von der Taskboard kennen. Also wenn ich jetzt hingehe und so ein Task, das mir schnappe und den in Progress hänge zum Beispiel, dass also wirklich dieses physische Hingehen, den Task abnehmen, in Progress hängen, das gibt mir ein Gefühl von, ich habe was geschafft, das ist wirklich eine tolle Sache. Und wenn ich dann aber zur Software gehen gegenwärts und werde das dann mit der Maus hinschubsen, gibt mir persönlich, aber auch vielen anderen Leuten nicht das gleiche Gefühl, dass ich das geschafft habe. Also auch in Sachen Haptik ist meiner Meinung nach Papier-Taskboard momentan noch besser geeignet. Kostenpunkt ist, denke ich, relativ schnell erklärt. Wenn man darüber nachdenkt, was man braucht für Papier-Taskboard, ja, das ist relativ simpel. Ich brauche einfach hier so ein Edding, einen Marker, ich brauche ein paar Post-its, ich brauche eventuell Papier an der Wand oder nur Klebeband, klatsche das hin und relativ schnell habe ich innerhalb von 20 Minuten ein Taskboard, was für jeden gut lesbar ist, für vielleicht 10 Euro maximal, wenn man die Kosten bedenkt. Wenn man jetzt über zu einem Software-Taskboard geht, was logischerweise noch einen viel größeren Umfang dieser Funktion hat. Also ich möchte nicht reden über Product Backlog, das ist ein ganz klar anderes Thema. Aber wenn ich jetzt nur auf einen Software-Taskboard schaue, dann brauche ich halt erstmal einen Server, wo das auch laufen soll, ich brauche Lizenzen, ich brauche auch noch Support, wenn das nicht mal down geht. Das ist einfach viel, viel mehr Geld als bei Papier. Dann könnte man mich ja jetzt fragen, warum sollte ich überhaupt Software einsetzen? Wenn anscheinend alles für Papier spricht. Naja, das ist vor allem dieses Kriterium. Die Distanz. Der Trend geht momentan dazu hin, dass wir verteilte Teams haben. Wir machen gerne Outsourcing, schicken die Software Engineering mehr nach Indien oder wo immer hin. Und dann ist natürlich klar, dass das Papier nicht an seine Grenzen stößt. Also wenn ich jetzt das hier angenommen, wir sind jetzt hier in Entwicklungsstandpunkt in Deutschland, wir haben noch ein paar Leute in Indien, die können das nicht sehen. Wir können das sehen, wir sind hier im Raum, aber die können das mit irgendwelchen Hilfsmitteln halt nicht sehen. Natürlich gibt es Möglichkeiten, das zu beschiffen, werde ich auch später noch kurz drauf eingehen, aber das K.O.-Kriterium für Software, eine der K.O.-Kriterien ist für mich auf jeden Fall diese Synchronisation über das Internet, dass ich halt in fast Echtzeit an mehreren Standorten wirklich das Taskboard für alle verfügbar habe. Also das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eine Vergleichsübersicht, also kann man das gut sich sehr schön lesen und man hat ja die Häkchen. Für all die 11 Kriterien, die ich recherchiert habe, kann man sehen, dass, da kann man nicht sehen, was ich kann nicht sagen, dass das Papiertaskboard in 7 Kriterien besser als das Software-Taskboard und das Software-Taskboard in 4 Kriterien. Aber man sollte diese Tabelle vor sich genießen, das heißt jetzt nicht, dass Papier besser ist als Software, das möchte ich gar nicht sagen, das möchte das keiner so versteht, weil ganz wichtig ist die Gewichtung. Also die Gewichtung von jedem Kriterium kann anders sein. Also wie fährt das auch mit der Distanzsache, wenn ich jetzt verteilte Teams habe, dann kann das Distanzkriterium so wichtig sein, dass alle anderen Kriterien für mich einfach keine Rolle mehr spielen. Dann macht es einfach Sinn zu sagen, okay, ich schlug die Kröte mit der Software und mache das einfach ohne Hilfsmittel. Also wie gesagt, muss man halt jeder für sich selber ein bisschen überlegen, in deinem Thema, in deinem Thema,
welche Sachen machen Sinn, was muss ich wissen, was ist wichtig. Der zweite Ansatz sind dann diese Szenarios. Ich habe mir überlegt, in welchen Szenarios können wir überhaupt momentan Software oder Papier oder sogar beides einsetzen. Also zum einen nur Papier. Also ich habe hier Papiertransport, hänge von dem aber und habe schon meine Post dran und fertig. Wenn ich jetzt Papier mehr an den Standort haben möchte, könnte ich mit einer Audio-Videokonferenz synchronisieren, ich könnte auch Fotos machen, aber es ist natürlich klar, dass es einfach dann erstmal eine extra Person erfordert, die das händisch synchronisieren muss. Und wer schon mal mit Leuten aus Indien und so weiter gearbeitet hat, weiß, dass die englischen Akzente von Land zu Land anders sind. Kommunikationsprobleme gibt es da ganz, ganz oft. Also es ist einfach nicht dasselbe vom Ei. Software können wir nutzen, wir können sagen, wir machen nur Software, wir geben keine Transparenz, fände ich sehr schädlich. Software mit großen Bildschirmen, da hat man gesagt, finde ich, ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber solange wir keine Monitore haben, die wirklich mehrere Meter Minority Reports groß sind, macht das immer noch nur eingeschränkt Sinn. Am Ende würde ich gerne noch sagen, das ist wirklich ein interessantes Szenario, meiner Meinung nach, wo man versucht, beide Welten in Koexistenz zu nutzen. Also in diesem Beispiel ist es dann so, dass die Teams mit Papiertransport arbeiten, an den jeweiligen Standorten und nutzen dann mit der Synchronisierung dann keine Audio-Videokonferenz, sondern eine Scrum-Software im Hintergrund. Das heißt, der Scrum-Master macht dann ein- und zweimal täglich, legt er die Änderungen vom Papiertransport da ein. Ist möglich, es ist zumindest besser, als wenn ich das mit einer Audio-Konferenz mache, dann habe ich etwas weniger Fehleranfälligkeit. Wenn man das dann anschaut, dieses Koexistenz-Szenario auf Basis von den Kriterien, dann sehen wir, dass relativ viel Grün oder relativ viele Häkchen da auftreten. Eigentlich, was ich noch Probleme habe, sind immer die Kosten, ich brauche weiterhin den Server, ich brauche weiterhin die Lizenzen, ich brauche weiterhin den Supportvertrag und Overhead. Also es muss jemand geben, der das halt synchronisiert, jemand muss mit dem Tool arbeiten können, das ist einfach mehr Aufwand. Dann möchte ich gerne in den Lösungen sagen, wie kann man da jetzt eben vorgehen, was kann man dagegen machen. Ich werde zwei Lösungen präsentieren, einmal einen Entscheidungsbaum und ein praktisches Beispiel. Da ich weiß, dass dieser Baum absolut nicht lesbar ist auf dem Beamer, muss ich mal für jeden hier schon den Handout kriegen. Super spannende Handouts. Hat jeder so ein Handout vor sich liegen? Ich gehe mal davon aus. Wie gesagt, man kann das nicht überhaupt lesen, wenn man also perfekt ist, das haben. Was wir hier sehen, ist ein simpler Entscheidungsbaum, der mir als Firma helfen kann, zumindest eine oberflächliche Entscheidung zu treffen, was möchte ich gerne nutzen. Kurz erklärt, man hat zwei gruppierte Startpunkte, oben sieht man die, einmal für verteilte Teams, einmal für Teams, die halt zusammenarbeiten an einer Stelle. Und am Ende können da drei Sachen rauskommen. Es kann rauskommen, dass ich einen Software-Transport nutzen möchte, dass ich auch diese Koexistenz nutzen möchte oder nur Papier. Ich will einfach mal exemplarisch einfach mal ein Beispiel durchlaufen, um halt mal zu zeigen, wie man es dort nutzen kann. Wie gesagt, es ist kein Schwein der Weisen, es ist kein heiliger Gral, es ist einfach nur ein kleines Tool, was zumindest schon mal eine Idee geben kann, die man sich entscheiden möchte. Also ein Beispiel ist, ich habe eine Firma und ich habe mehrere Standorte. So, dann würde man anfangen oben rechts bei we have more than one team, more than one site. So, was der Baum dann sogar hilft, ist, dass man halt in einen Subprozess reingeht, wo man ein Tool wählen würde. An alle Hersteller, die jetzt da nicht drin sind, das hat jetzt keine persönlichen Gründe. Das ist einfach nur, weil ich mich halt in meiner Zeit beschränken muss auf einer der fünf wichtigsten Tools laut wissenschaftlichen Papers. So. Also nicht als in Angriff nehmen. Was man macht ist, ich habe da in einer ganz, ganz simplen Art und Weise, habe ich Unique Selling Points identifiziert, nur für die Taskboard jetzt. Also es gibt wirklich noch andere Sachen, in denen die Tools gut sind, aber es geht nur um die Taskboard. Also angenommen,
ich habe jetzt ganz viele Microsoft-IT bei mir in meiner Firma, dann wer hat vielleicht Urban Fördering mit Microsoft Team Foundation Server die bessere Alternative angenommen. Mir ist beim Taskboard wichtig, dass ich eine gute Lesbarkeit habe und dass ich eine gute Dashboard habe, dann vielleicht eher Rally. Wie auch immer, bauen wir noch besser ergänzt, aber momentan sind es halt diese fünf Tools. Man entscheidet sich für ein Tool und wenn man seine Pfeile weiter runter folgt, dann sieht man, dass man letztendlich wählen kann zwischen nur Software oder Koexistenz. Was dann passiert ist, man bekommt einen Block mit sechs Statements und diese sechs Statements sind quasi die Kriterien, für die etabliert, also besser ist, quasi übersetzt in Statements. So, und wenn ihr dann mindestens ein dieser Statements sagt, das trifft für mich zu, dann sollte man wahrscheinlich eher ein Papier mit Software-Koexistenz-Szenario wählen. Also wie gesagt, das ist wirklich eine ganz simple Geschichte, aber sie kann halt schon mal im ersten Schritt halt jemandem helfen, damit umzugehen. Natürlich gibt es noch andere Wege, aber diesmal ist ja der Bedürfnis, die können wir auch später mal in der Open Session besprechen, wenn das Bedarf ist, wie inhaltlich. Zweitens, ich habe mir überlegt, wie kann man jetzt hingehen und dieses Koexistenz-Szenario, das wir haben, verbessern. Weil momentan ist es halt nicht ideal. Ich habe zwar schon mal weniger Fehleranfälligkeit, aber es ist immer noch das Problem, dass jemand das händisch eintragen muss, mehr Kosten, nicht ganz so voll. Deswegen habe ich noch überlegt, und zwar, wie vielleicht noch vermutet haben, ist das nicht einfach nur ein Papiertransport, sondern es kann noch viel mehr. So. Ich bin ganz kurz in das vorbereiten. So, was nämlich jetzt richtig cool ist, ist, dass dieses Taskboard in der Lage ist, mit einem Software-Tool zu sprechen, also zu kommunizieren. In diesem Fall ist das ein Vierer, aber das geht in jedem anderen Tool, welches ein Switcher hat, ein SDK, um halt das zu verbinden. Was wir sehen, ist hier ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben hier eine einzige Story, es geht hier gerade um einen Frühstückstisch. Und wir haben zwei Tasks, also die halt das simulieren sollen. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob anders über mein Startbereich ist. Ja. So, was passiert, ist folgendes. Ich habe hier so kleine Blöcke. Diese Blöcke sind weiß und haben ein Display. Und was ich mache, ist folgendes. Ich habe ja gesagt, dieses Board spricht mit Jira, also auch mit dem anderen Tool. Ich hänge diesen Block hier auf. Und wenn das WLAN jetzt schnell genug ist, was ich hoffe. Immer schlimm, wenn jemand das Also einmal fängt dieser Block an zu leuchten. Ich weiß, kann da wieder Lebenszeit drauf? Wahrscheinlich nicht. Oder mache ich mal ganz kurz als Rohrzug, weil ganz schnell Skype-Call. Dann können wir vielleicht mal ganz kurz parallel für jeden sichtbar machen. Wenn das nicht klappt, dann lade ich herzlich ein, nach vorne zu kommen. Sicher. Ich weiß nicht, ich habe keine Sorge. So. Nehmen wir mal jetzt die Online. Ja, also. Eigentlich sollte das hier nicht so schnell sein, hier angeblich. Aber irgendwie ist es das nicht so wirklich. Kommt es nochmal? Ich möchte es, ich möchte nicht. Wirklich sehr, sehr traurig. Also, dann würde ich euch doch einfach bitten, wer möchte. Also, ich meine, ich kann es einfach auch erzählen. Ihr müsst nicht nach vorne kommen. Was passiert ist folgendes: Hier habe ich eine Story aufgehängt. Und in dieser Story steht momentan, dass ich noch zwei Tasks hinzufügen soll. Ja, die Idee ist dahinter, ich sehe hier auch was gleich. Ich habe eine Story, zwei Tasks. Ich muss jetzt wissen, wie viele Dinge muss ich von den Teilen aufhängen. Also machen wir, was er sagt. Hängen wir das mal auf. So, jetzt sagt er, er muss noch ein Task aufhängen. Er gibt mir jetzt wieder den Storytext, also in dem Fall Street Out the Orange Juice, die Jira-ID zur guten Darstellung, sowie den Nutzer aktuell. So, und dann sagt er noch, bitte noch ein Task dazu, ja komm, machen wir mal. Also ein Task, da war es kein Thema. Kommt dazu. Ja, Leon.